Darüber reden wir heute, über das Hormonsystem. An meiner Seite nochmal herzlich willkommen, Andi Holzknecht und Christian Krämer. Hallo ihr beiden. Hallo Julia. Und jetzt drücken wir uns mal ganz fest in die Daumen, dass wir auch zu sehen bleiben werden. Immerhin haben wir drei uns alle richtig schick gemacht heute. Und das muss man ja auch sehen. Genau, also nochmal ganz kurz zu mir. Mein Name ist Julia Groß. Ich bin Fachbereichsleiterin hier im Zentrum für Naturheilkunde, für die Naturheilkunde, Ernährung, manuellen Therapien und auch in der Schulleitung. Ja, und wie gesagt, 2024, das Jahr der Hormone bei uns im ZFN. Viele Gründe. Wie gesagt, meine Kollegin, von der Sie immer den Newsletter bekommen, hat schon einen dicken Babybauch. Das heißt, da geht es auch richtig ums Thema Hormone. Ich komme in die Wechseljahre, meine Tochter in die Pubertät und alle anderen hier haben auch viel mit Hormonen zu tun. Also insofern haben wir uns diese Themen ausgesucht. Wir haben angefangen mit dem Hormoncoach Ernährung. Und das habe ich dann Christian und Andi erzählt und die waren sofort beide Feuer und Flamme und haben gesagt, ja Wahnsinn, das ist doch total super, das müssen wir doch in unserem Bereich auch machen. Ja, hatte ich natürlich nichts dagegen. Ist eine sehr, sehr gute Idee und wie ich ja auch sehe, interessiert ist sie auch brennend. Ja, bei mich hat es auch immer total verwundert, wie wenig wir über Hormone wissen. Vor kurzem habe ich gelernt, dass man ja gar nicht abnehmen kann, wenn man zu hohen Cortisolspiegel hat, wenn man zu viel im Stress ist. Oder welche Hormone überhaupt beim Zyklus wichtig sind, wenn man in die Wechseljahre kommt. Und das, obwohl ich selbst Heilpraktikerin bin. Wie geht es denn so vielen anderen, die wir therapieren wollen, die wir behandeln wollen? Also daher ist es erstmal wichtig, dass wir ein richtig gutes Wissen bekommen als Therapeuten. Und natürlich auch für interessierte Laien ist dieser Kurs natürlich auch gedacht. Aber hauptsächlich richtet er sich natürlich an Therapeuten. So, aber ich will jetzt ja auch nicht zu viel schon vorweg quatschen. Jetzt muss ich mich noch mal kurz zum Chef machen, damit ich nämlich auch weitermachen kann. Sie brauchen gar nichts mitschreiben, überhaupt nichts. Sie kriegen diese Präsentation zugeschickt, die schicke ich Ihnen spätestens morgen zu. Und dann können Sie alles nochmal nachlesen. Wir haben einiges hier für Sie heute Abend vorbereitet, dass Sie einen guten Einblick bekommen, was Sie in diesen 8 Abenden erwartet. Und ja, ich kann Ihnen versprechen, dass es eine ganze Menge ist. Kommen wir mal zum Andi Holzknecht. Der Andi ist ja schon sehr, sehr lange bei uns im ZFN. Ich habe ihn kennengelernt damals noch als Präsenzdozent. Und er hat jetzt seine Leidenschaft entdeckt für alles Multimediale, ist ein großer Influencer geworden auf allen sozialen Kanälen und ist hier ordentlich webinartechnisch unterwegs. So, Andi, jetzt aber mal, wie bist du überhaupt zum Medienstar geworden? Was soll ich jetzt da drüber sprechen? Im Endeffekt war es mein Sohn, der gesagt hat, Mensch, Papa, du musst doch mal, jetzt bist 30 Jahre Heilpraktiker und man findet dich nicht, gell? Du hast keine Website, gar nichts. Und ja, und so ist es halt im Endeffekt dann dazu gekommen. Das aber nur nebenbei. Ich möchte mich an für sich jetzt hier mal ein bisschen vorstellen und meine Themen hier auch, die ihr hier seht, nochmal kurz vorstellen. Ich bin am ZFN Dozent. Ich bin sehr, sehr gern Dozent und ich freue mich immer wieder, was in der Erfahrungsheilkunde weitergeben zu können, einfach mit der Tatsache, dass dadurch ja die Erfahrung, die jeder Therapeut von uns macht, dadurch nicht ausstirbt. Gell? Und natürlich ist es letztendlich auch so, dass gerade dieses Thema der Hormone mich ganz besonders gefesselt hat auch und mich immer schon gefesselt hat und mich schon vor meiner Zeit als Heilpraktiker sehr gefesselt hat und wird natürlich auch, denke ich, in dem Kurs immer wieder rauskommen. Aber die anderen Kurse, die ich halte, ist bei mir oder sind meine Themen hier aufgelistet. Ich beschäftige mich sehr gern in der Natur mit den Heilpflanzen. Der Christian und ich zusammen haben ja da auch die Ausbildung dank dem ZFN machen dürfen und dürfen sie noch machen. Die Augendiagnose, die von Anfang an bei mir ein fester Bestandteil in der Praxis ist, ist einfach eine Diagnose, ohne die ich mir meinen Alltag nicht vorstellen kann. Aber ich sage immer, man muss die Menschen anschauen, man muss einen Blick für die
Menschen haben. Ich darf vielleicht auch an Paracelsus zitieren, um Menschen behandeln zu können, muss man menschlich sein, den Menschen sehen, den Menschen beurteilen. Und deswegen ist auch die visuelle Diagnostik hier im Kurs im Zentrum für Naturheilkunde mit integriert. Schlangengifte, auch Blutbefunde, ist ähnlich wie vielleicht das hormonelle System. Da werden immer nur einzelne Werte oft beurteilt. Aber es geht ja um die Zusammensetzung des Gesamten, wie wir dann bei den Hormone, denke ich, sehr schön sehen werden. Ja, und das ist im Endeffekt so der Themenbereich. Und Heilpraktiker, wie ihr hier seht, bin ich seit 97 und Dozent am ZFN seit 99 und freue mich da, noch ein paar Jährchen, viele Jährchen dranhängen zu dürfen. Vielleicht das zu mir und zu meiner Person. Mhm. Danke. Ja, genau, aber was du eben gesagt hast, diese Zusammenführung. Du hast ja in deinen ganzen verschiedenen Kursen, sprichst du ja immer wieder über Hormone. Und daher ist es ja jetzt wirklich mal so wichtig, das alles zusammenzupacken, genauso wie in unserer Phytotherapieausbildung, die ihr beiden ja auch macht, wo es auch einfach mal darum geht, einen großen Überblick zu bekommen. Und dafür machen wir das jetzt. Und ihr seid ja beide doch sehr unterschiedlich in euren Themengebieten und auch in dem, wie ihr so die Unterrichte haltet. Was ja auch das wirklich das Tolle daran ist, dass man von verschiedenen Gesichtspunkten die ganze Thematik beleuchten kann. Bei Christian ist natürlich auch sehr viel das Thema Psyche, Seele mit dabei. Und ja, Christian, erzähl das doch mal ein bisschen selber, bitte. Ja, von meiner Seite nochmal ein herzliches Willkommen zu diesem Infoabend. Wir haben uns in der letzten Woche ein paar Mal kurz geschlossen, Andreas und ich, und sind einfach ja Feuer und Flamme von dem Thema beschäftigt uns sehr. Ich bin Heilpraktiker seit 2000, auch schon viele, viele Jahre Dozent am ZFN. Julia hat schon gesagt, mein Schwerpunktbereich sind so die versteckten Dynamiken, die so aus der Seele wirken, aus dem Familiensystem, also die systemischen Aspekte. Ich teste natürlich auch die unterschiedlichsten Ursachen aus in meiner Praxis, und da ist mein Hauptgebiet die Elektroakupunktur nach voll, die ich auch im ZFN natürlich unterrichte in Präsenz, und fühle mich sehr mit dem Andreas verbunden. Deswegen haben wir dieses Projekt jetzt einfach so ins Leben gebracht, natürlich mit der Unterstützung von der Julia. Wir machen seit einigen Jahren die Phyto-Ausbildung und sind einfach ein sehr, sehr eingespieltes Team. Was mich einfach an dem Hormonthema sehr, sehr bewegt, das ist, Hormone sind ja sehr, sehr feinstofflich auch, ja, in Kleinstgröße am Wirken im Körper. Und da gibt es natürlich sehr, sehr viele Bezüge auch im energetischen Bereich. Und mich interessiert genau wie Andreas auch, was ist die Ursache der Dysbalancen im Hormonsystem? Beleuchtet, wie du vorhin gesagt hast, Julia, richtig, auf allen Ebenen. Also ihr seht, dass ich auch die Orthomolekularmedizin als großen Bereich habe in meiner Praxis. Die ganzen Mineralien, Vitamine, Aminosäuren spielen hier natürlich auch eine ganz, ganz große Rolle. Ja, ich freue mich einfach auf diese Ausbildung mit euch und dass ihr mit dabei seid. Das ist ja eben auch so ein Punkt, dass man vielleicht, man bekommt ja immer mehr Wissen jetzt über die Hormone. Und für mich ist das immer ein ganz tolles Beispiel, letztendlich mit der Depression. Du kannst natürlich Ewigkeiten Gesprächstherapie machen und alles Mögliche, aber wenn du nicht untersuchst, wie sind deine Hormone aufgestellt, wie ist das Hormonsystem, dann kann es natürlich ja auch daran liegen, dass wirklich genau hier etwas fehlt, dass du gar nicht aus dieser Situation herauskommen kannst. Und es ist einfach erstaunlich, wo überall die Hormone einen Bezug zu haben, wie sie uns eigentlich steuern. Und das erfahren wir eben innerhalb dieses Seminars. Wie gesagt, es sind 8 Abende. Und ja, es ist vielfältig und es ist fast kaum greifbar, wo es überall mit reinspielt. Erklärt uns doch mal bitte ganz kurz, wie ihr das aufgebaut habt, weil es ja doch wirklich ein riesiges Thema ist.
Also natürlich, als wir angefangen haben, haben wir versucht, ein bisschen einzuschränken, weil das Thema, wie du sagst, enorm ist. Ich erinnere mich an eine Erfahrung, das möchte ich ganz kurz erzählen. Vor circa 15 Jahren war ich eingeladen in eine Fortbildung, wo ein Arzt über naturidentische Hormone berichtet hat. Und er hat eingangs gesagt, er war schon ins Alter gekommen, dass vor 40 Jahren die Endokrinologen Hormone untersucht haben. Sie haben dann Werte gehabt, aber sie wussten nicht, wie sie sie behandeln sollen. Und dann haben sie auch wieder aufgehört, Hormontests zu veranlassen, weil es keine Therapie gab. Und in ein Teil dieser Dynamik herrscht immer noch vor in der Praxis. Und wir wollen einfach Licht bringen in diese Verunsicherung, die da ist. Und haben das Seminar so aufgebaut, dass wir zum einen natürlich Hintergrundwissen geben, und zwar nicht nur über die Sexualhormone. Auch da gibt es ein Missverständnis. Hormone werden oft gleichgesetzt mit den Sexualhormonen, also Progesteron, Östrogen, Testosteron. Aber die Wirkung auf die Sexualität und auf die Fortpflanzung dieser wichtigen Hormone ist minimal im Vergleich zu dem, was sie sonst noch im Körper und in unserem System machen. Und wir wollen einfach einen großen Überblick geben über die Funktionalität, über die Zusammenhänge der einzelnen Hormone in sich. Wir wollen die Hormonachsen, die Zusammenhänge natürlich besprechen und natürlich auch nochmal beleuchten, was ist die Aufgabe überhaupt auch von einem Hormoncoach? Was kann ein Hormoncoach leisten in der Praxis? In Form von Beratung, aber natürlich auch in Form vom Einsatz von bestimmten Therapien, Einsatz von bestimmten Diagnostiken, die möglich sind. Also auch da bauen wir natürlich Brücken, um Klarheit zu schaffen, was macht Sinn, auch in Form von einer Diagnostik zu veranlassen. Wir schlagen die Brücken natürlich in unsere Spezialgebiete hinein. Das heißt, wir beleuchten natürlich, wie können wir über die Pflanzenheilkunde Hormonproduktion anregen, ausgleichend wirken, stimulieren. Wie können wir Vitamine, Mineralien einsetzen? Du hast vorhin schon über mein Gebiet gesprochen, das ich sehr, sehr gerne unterrichte. Was beeinflussen auch Dynamiken aus dem Familiensystem, Schicksale, die auf uns wirken, auch im Bereich des Hormonsystems. Was macht ein traumatisches Erlebnis? Was macht Dauerstress mit unserem Hormonsystem? Und wie können wir das natürlich auch behandeln? Also wir bieten auch Lösungen an, um hier ganz, ganz effektive und umsetzbare Therapien einzusetzen. Kurze Zwischenfrage habe ich da mal. Wenn du das jetzt diagnostizierst, es gibt ja eben die verschiedenen Möglichkeiten. Entweder kann ich eine Labordiagnostik machen oder eben eine Anamnese. Komme ich mit einer Anamnese, also wirklich jetzt mit einer Gesprächsanamnese oder Antlitzdiagnose, komme ich da direkt drauf, um was für ein Hormonungleichgewicht es sich handeln könnte? Oder brauche ich tatsächlich immer eine Labordiagnostik, von der ich ausgehen kann? Also du brauchst sie nicht immer. Also ich veranlasse nicht immer eine Labordiagnostik. Die Labordiagnostik ist natürlich für uns nochmal im Hintergrund eine Sicherheit. Aber Andreas bietet zum Beispiel ganz, ganz praktische Untersuchungsmöglichkeiten an. Ich kann mittels der Elektroakupunktur sehr, sehr viel austesten. Und in der Anamnese frage ich natürlich genau die Fragen, die mich ans Ziel führen. Das heißt, wann sind die Beschwerden entstanden? Was ist in dieser Zeit passiert? In welcher Lebensphase befindet sich der Patient oder die Patientin? Welche Vorerkrankungen gibt's? Sind die Patienten geimpft? Gibt es eine Schwermetallbelastung über die Berufsanamnese oder über das Zahnamalgam? Welche Vorbefunde gibt's? Also auch ein ganz einfacher Bluttest kann Hinweise geben, welche Hormone im Mangel sind und wo eine Dysbalance entstanden ist im Gesamtsystem.
Wir dürfen ja eins nicht vergessen, ein Hormonmangel oder eine Hormondisbalance, auch eine überschießende Reaktion im Hormonsystem, beeinflusst sofort das Nervensystem, weil die Verzahnung, dieses Zusammenwirken natürlich so eng ist. Wir sehen das jetzt beim Post- und beim Long-Covid-Syndrom in Form vom Immunsystem. Auch hier ist das Hormonsystem natürlich beteiligt. Jeder zweite Patient hat einen Vitamin-D3-Mangel, also das freie Vitamin-D3, das zirkuliert. Der Andreas hat recherchiert über das Magnesium, das extrem wichtig ist für den Hormonaufbau überhaupt. Fast jeder Patient hat einen Magnesiummangel, weil wir im Dauerstress leben und weil das Magnesium so schnell verstoffwechselt wird. Und wir behandeln diese einfache naturheilkundlichen Therapien auf einer ganz transparenten, einfachen Ebene bis hin zu den komplexen Zusammenhängen. Das heißt auch sowas wie Cholesterin, was ja immer total verteufelt wird, was wir ja aber unbedingt brauchen, um überhaupt Hormone aufbauen zu können. Das heißt, die Leute, die jetzt tatsächlich dann Cholesterinsenker nehmen müssen, die werden natürlich dann auch anders noch naturheilkundlich mitbehandelt. Es gibt Kollegen, Ärztekollegen, die forschen, die behaupten, dass diese Statine, die Cholesterinsenker, in Zukunft Krankheiten verursachen werden in Form von Demenz, Alzheimer und Parkinson, weil wir den Hauptanteil vom Cholesterin im Gehirn haben. Und die Statine machen nicht nur einen Effekt, dass sie das Cholesterin senken als, ich nenne das immer, das ist der Zement, mit dem ich die Mauer baue. Ja? Also ohne Cholesterin gibt es keine Vorstufenhormone, aus denen alle anderen Steroidhormone zum Beispiel entstehen, sondern die Statine leiten auch Coenzym Q10 aus, das an 600 Stoffwechselfunktionen im Körper beteiligt ist. Und dann entsteht ein Teufelskreis. Und auch das, wie du vorhin gesagt hast, muss ich natürlich in der Anamnese beleuchten. Und je mehr ich zusammenfasse, also nimmt der Patient auch allopathische Medikamente ein, gibt's Mangelerscheinungen auch durch ein bestimmtes Ernährungsverhalten, vegane Ernährung. Ich ernähre mich selbst vegetarisch, ja, weil ich weiß, ich muss B-Vitamine zuführen, ansonsten kriege ich ein Problem. All das werden wir natürlich beleuchten und mit einbeziehen. Also Sie sehen schon, es ist ein riesiges Thema und ich kann mich kaum zurückhalten mit irgendwelchen Fragen. Aber jetzt haben wir den Andi schon gar nicht mehr zu Wort kommen lassen. Entschuldige, Andi, aber es ist sehr. Ich freue mich. Ich höre dir hoffentlich genauso gerne zu wie die Teilnehmer hier. Es ist einfach immer wieder, egal zu welchem Thema, für mich eine Bereicherung. Vielen Dank, Christian, da dafür. Und ich möchte vielleicht da gleich ein bisschen ansetzen und vielleicht auch über die Diagnostik auch noch mal kurz sprechen. Ja? Denn von der Yvonne ist hier auch eine Frage im Chat drin. Natürlich, Yvonne, werden wir auch über den Speicheltest sprechen. Wir werden über Pro und Contra sprechen. Warum Speicheltest? Welche Hormone machen da einen Sinn? Welche eher übers Blut? Und werden das natürlich auch da im Kurs ganz genau beleuchten, um da auch dann die richtige Untersuchung in die Wege zu leiten. Aber nicht nur der Speicheltest oder der Bluttest, sondern auch, wenn ich einfach einmal ein Beispiel geben darf, auch die Antlitzdiagnostik oder Gesichtsdiagnose. Ja, wenn ich jetzt mal ein Patientenbeispiel einfach aus der Praxis raus kurz schildern darf. Ein junges Mädel ist zu mir gekommen und hatte enorm viel Akne auf der Stirn. Ja? Eine Akne auf der Stirn, die sicherlich dem Hormonsystem zuzuordnen ist in dem Bereich, auch in dem Alter dieser Patientin. Man darf nicht vergessen, dass in der Naturheilkunde, in der Antlitzdiagnostik, der Stirnbereich die Leberzone ist. Ja? Und die Leber, die baut ja mit dem Cholesterin das Grundgerüst der Sexualhormone auf.
zum Beispiel. Und dieses Grundgerüst der Sexualhormone braucht einfach Fette und die Leber zieht sich in der Pubertät natürlich enorm viele Fette ran, um dieses Grundgerüst aufbauen zu können. Und dadurch ist oft eine Überlastung im Leberstoffwechsel da durch zu viel an Fett. Und dann puffert im Endeffekt die Reflexzone, die Hedgezone, dieses Fett auch ab. Und dann haben wir in bestimmten Hautzonen den Fettschweiß. Und der Fettschweiß macht die Poren zu. Ja, und dann haben wir einen anaeroben Bereich und haben die unreine Haut auf der Stirn. Frauen, die ihre Periode bekommen, kriegen ab und zu auch Unreinheiten hier im Kinnbereich an der Seite, wo dann ein Pickel entsteht. In der naturheilkundlichen Diagnostik ein Symptom der Plethora, der Blutfülle, Zustände, die vom hormonellen System kommen. Die Brustspannungen, prämenstruelle Syndrome bei der Frau. Warum lassen die denn nach, wenn die Periode kommt? Weil im Endeffekt Druck abgegeben wird, die Blutfülle reguliert wird. Und da möchte ich natürlich auch sagen, da gibt es sehr schöne regulierende therapeutische Möglichkeiten, wie zum Beispiel eine ganz alte Möglichkeit, hier diese Blutfülle zu regulieren, wäre natürlich auch der Aderlass. Aber nicht nur in der Therapie, sondern auch, du hast gerade drüber gesprochen, Christian, über die Zusammenhänge und hast natürlich das Nervensystem zusammen mit dem Hormonsystem da gerade angesprochen. Und ich möchte sagen, natürlich, aber auch das Vegetativum oder das immunologische System, wo du ja auch noch drüber sprechen wirst, Christian, ist ein ganz wichtiger Bereich mit der Verbindung zu den Hormonen. Julia? Also ganz kurz, weil du hast ja gerade prämenstruelles Syndrom, Brustspannen und so angesprochen, ist ja eigentlich klassisches Zeichen Progesteronmangel. Okay, jedenfalls, also so wie ich das jetzt hier aus dem ganz klassischen Bereich, was du jetzt kriegen würdest. Du gehst zur Frauenärztin, sagst, oh, meine Brust spannt, ich habe PMS, zack, Progesteron. Wird ja meistens auch besser. Aber das heißt, du kannst auch diese Hormongabe natürlich umgehen, dadurch, dass du das einfach auf eine naturheilkundliche Weise betrachtest. Aber was würdest du denn sagen, wenn die Frauen Progesteron nehmen? Ist das schlimm oder ist das Erstmal kommt es darauf an, wie sie Progesteron einnehmen. Denn es ist ein riesen Unterschied, ob ich jetzt aus der Jamswurzel mir das Diosgenin verordne oder mir verordnet wird, ob ich ein bioidentisches Hormon hernehme oder ein synthetisiertes chemisches Medikament einnehme. Und ich sage jetzt einmal, zur symptomatischen Behandlung, wenn dieses Symptom durch den Progesteronmangel verursacht ist, dann führt natürlich die Gabe von Progesteron zu einem gewissen Prozentsatz, der recht hoch sein kann, zu einer Besserung der Symptomatik. Nur, man darf dabei nicht vergessen, dass durch die Gabe der Kreislauf, der durcheinander ist, eventuell noch mehr durcheinander kommt. Denn zum Beispiel kann ein Progesteronmangel auch mit einer Nebennierenschwäche zu tun haben. Denn es wird auch in der Nebenniere Progesteron gebildet. Und wenn der Patient so gestresst ist, dass die Nebenniere erschöpft ist, dann produziert der Körper nicht nur weniger Mineralokortikoide, also diese Stresshormone, Adrenalin, Noradrenalin, sondern auch weniger Progesteron. Und die Frage ist natürlich dann, wie wird es kompensiert im Körper? Progesteron hat ja Verbindungen auch zum Testosteron letztendlich. Ja? Denn es wird ja auch aus Progesteron Testosteron gebildet. Ja? Und es wird auch Östrogen draus synthetisiert. Und ein Progesteronmangel kann zum Beispiel ja auch zu einem Östrogenmangel führen oder die Bilanz zwischen Östrogen und Progesteron verändern. Ich hoffe, ich habe deine Frage so damit beantworten können. Es ist, wenn ich noch ein bisschen drüber hinaus sagen darf, ja auch so, dass man vergisst, dass
diese Hormone oder oft vergisst, dass diese Hormone ja auch viel mit Enzymen zu tun haben, wie zum Beispiel ein Enzym, was das Histamin verstoffwechselt, die Diaminooxidase, ja, wo heute auch oft in aller Munde ist, diese Histaminunverträglichkeiten, ja, die zum Beispiel auch mit einem Östrogen, einem veränderten Östrogenspiegel zu tun haben können. Wenn das Östrogen enorm hochschießt, über die Norm hinaus, was für den Patienten physiologisch ist, dann blockiert nämlich das Östrogen die Aktivität der Diaminooxidase und Histamin wird nicht mehr richtig verstoffwechselt. Und der Patient hat seine Probleme mit dem Histamin, hat seine Schleimhautreaktionen, obwohl in der Blutanalyse dann letztendlich die Aminooxidase in genügender Höhe vorhanden ist. Und man sagt sich dann, naja, mit dem Histaminstoffwechsel kann kein Problem da sein, vergisst aber, dass das Östrogen im Endeffekt im Überfluss die Aminooxidase in ihrer Funktion blockieren kann. Und das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen, ja, kompliziert an, aber was mir auch wichtig ist für diesen Kurs, dass ich es schaffe zu vermitteln, obwohl wir Zusammenhänge erarbeiten, die Einfachheit dahinter, die Logik dahinter, das, was dahinter steckt, dass man auch nachvollziehen kann, Mensch, das ist ja logisch oder Mensch, das ist ja einfach, dass auch die Befunde anders interpretiert werden können, dass auf einmal klar wird, dass ein Patient, der eine Allergie hat, das vom hormonellen System kommen kann, dass ein Mann, der übergewichtig ist, und eben zu viel Fettanteile hat, im Fettgewebe Östrogene produziert, dass letztendlich auch die Umwandlung von Hormonen, wie zum Beispiel dann das Östrogen in Testosteron stattfinden kann, durch ein Enzym, die Aromatase. Und dass wir auch wieder therapeutische Möglichkeiten haben, da brauchen wir keinen klinischen Aromatasehemmer geben, sondern wir können zum Beispiel auch Zink geben, dass nicht so viel Testosteron in Östrogen umgewandelt wird. Dafür müssen wir aber wieder wissen, in welcher Höhe muss Zink dosiert werden. Und Zink wirkt erst in einer Höhe von 50 Milligramm täglich als Aromatasehemmer als Hilfe für den Patienten, um erst einmal aus diesem Teufelskreislauf rauszukommen, um diese Umwandlung zu blockieren und ohne, dass wir jetzt chemisch drauf eingehen. Und natürlich ist es ganz normal, dass auch im Wechsel von Mann und Frau der Cholesterinspiegel ansteigt. Der muss ansteigen. Denn der Körper braucht mehr Fett, um das Grundgerüst der Sexualhormone aufzubauen. Braucht er dieses Fett? Er will dem Abbau entgegenwirken. Blockieren wir das Ganze, dann treiben wir den Patienten ja letztendlich noch mehr in den Wechsel, in den Abbau rein. Und wir dürfen auch nicht vergessen, also in den Abbau im Endeffekt vom gesamten Organismus. Weil die Hormone dann busch in einer Geschwindigkeit runterfahren, in einer Dominanz die Beschwerden entstehen, die man auch in der symptomatischen Behandlung nicht mehr in den Griff kriegt. So ist es natürlich so, dass wir ganz natürlicherweise vom Körper auch kompensatorische Reaktionen haben, die wir dem einzelnen Menschen, dem Alter auch zuordnen. Es gibt wichtige Aminosäuren, bitte? Ja. So, das heißt, es ist prima, dass wir in den Wechseljahren ein bisschen mopsig werden. Also sagen wir mal so, das ist primär so oder es ist auf alle Fälle so, dass sich in den Wechseljahren der Körper verändert. Ja. Denn so wie wir drauf sind, Christian, du hast auch über die Psyche gesprochen, so wie wir drauf sind, so wie wir erscheinen, so wie wir reagieren, ist oft eine Frage der Hormone. Ne? Mhm. Ob wir was als gut oder schlecht empfinden, ist eine Sache des Kopfes. Ja, ja, genau. Aber natürlich haben wir genügend Patienten in den Praxen, die da auch Hilfe suchen, denen wir auch Hilfe geben können.
die im Endeffekt auch körperlich sich in der Richtung verändern, um deine Frage zu beantworten, was nicht mehr nur die Veränderung der Hormone sind, sondern der Körper so durcheinander kommt, dass er auch in der Zeit eingefangen werden kann und sich die ganze Lebensqualität dadurch ja auch bessert. Und vorher, Entschuldigung, wollte ich noch sagen, auch Aminosäuren, L-Tyrosin, Arginin, ganz wichtige Sachen, mit denen wir da hormonell regulativ arbeiten können. Und mir ist einfach ganz wichtig auch, ja, diese Logik, diese Einfachheit, diese Zusammenhänge ganz einfach darzustellen, wo ich mir oft denke, warum wird das nicht beachtet? Warum nicht? Ich habe eine gute, wenn ich das noch zum Schluss sagen darf, eine gute Bekannte, sage ich jetzt mal, die eben schon als Hormonspezialistin gilt hier in München, die referiert in der ganzen Welt, in Amerika, überall. Ich war mit der Weihnachten wieder beim Essen und die sagt zu mir, Andreas, es ist nicht mehr auszuhalten, wie desolat das Wissen bei uns hier ist in der Endokrinologie. Und siehst du, und dafür sind wir jetzt da und genau. Wir machen einfach mal ein bisschen weiter, damit wir auch noch Katrins Frage beantworten können. Der Christian wird nämlich nachher noch was über die Schilddrüse erzählen. Also insofern, die Themen sind definitiv enthalten im Seminar und Sie werden gleich eh schon ein bisschen was dazu hören. Und Agatha hat noch gefragt, ob das die Verhältnisse zwischen den Hormonen wichtig sind. Ja, das wird natürlich im Labor nur abgebildet, aber wir können es dann interpretieren. Ne? Also wir haben jetzt für die Präsentation heute, für den Infoabend, für euch ein bisschen herausgehoben, einfach, dass ihr eine Vorstellung bekommt und ein Bild bekommt, wie wir es in etwa gestalten wollen, konnten es natürlich nur ein bisschen anreißen. Der Andreas hat sich die Nebenniere ein bisschen unter die Lupe genommen und ich mir die Schilddrüse rausgepickt, die natürlich für ganz, ganz viele auch energetische Themen steht. Und wir werden natürlich auch viele, viele Erkrankungen des Hormonsystems besprechen, aber eben nicht nur, weil ganz ausgeprägte Herzerkrankungen, Lungenerkrankungen, Erkrankungen des Verdauungssystems oftmals hormonbedingt sind. Also wir haben natürlich auch Hormonrezeptoren in der Lunge. Wir haben das bei den Covid-Infektionen gesehen, die ACE2-Rezeptoren, die sitzen auch in der Lunge. Deswegen haben wir so viele Husten und Lungenentzündungen und so weiter bekommen, weil hier die entsprechenden Hormonrezeptoren sitzen, die natürlich hier auch mit reagieren können. Also wir werden wirklich ein ganzheitliches Bild gestalten. Uns interessiert natürlich die Ursachenentstehung, die Ursachen, wo ist der Beginn einer hormonellen Entgleisung und wie kann ich sie wieder in eine Norm bringen, unter Einbeziehung natürlich der anderen Organsysteme auch. Das ist ganz, ganz wichtig. Ansonsten würden wir Symptomtherapie machen. Also ein Hormon substituieren, weil es gerade fehlt, wäre fatal, ja, was der Andreas gerade beschrieben hat. Bringt die anderen Systeme völlig durcheinander und ist kontraproduktiv. Genau. Und weil du gerade. Ich ziehe natürlich auch Sabines Frage ab. Ja, was ich nur ganz kurz noch sagen darf, auch die Frage, weil du das Herz gerade angesprochen hast, Christian, warum macht man sich denn keine Gedanken, warum es in den Wechseljahren zu Herzrhythmusstörungen kommen kann? Warum? Warum ist das so? Wenn ich mir das beantworten kann, habe ich tolle therapeutische Ansätze. Und weil du das Herz angesprochen hast, man darf ja auch nicht vergessen, dass im Vorhof und Kammer des Herzens Hormone produziert werden. Also das Herz hat unwahrscheinlich viel mit dem hormonellen System zu tun. Ist mir gerade eingefallen, weil du eben das Herz angesprochen hast. Entschuldigung, Lisa. Nee, ich wollte eigentlich nur kurz auf Sabines Frage eingehen, dass Therapiemethoden wie Entgiftung und orthomolekulare Medizin natürlich auch mit angesprochen werden, weil es geht ja jetzt nicht ganz, nur darum, wichtig. Krankheiten zu erklären, sondern auch wirklich Therapiekonzepte zu erstellen.
Und wie wir eben schon vom Zink gehört haben, ich habe mir das alles gleich hier schön mitgeschrieben, weil es ist ja jetzt schon irgendwie spannend, wir lernen ja jetzt schon eine ganze Menge. Daher, das kommt auf jeden Fall alles drin vor. Bettina, ich beantworte dir deine Frage sehr gern später. Da komme ich noch zu, wie die Kurse alle zusammenhängen. Genau, das, was Eva fragt, Julia, entschuldige, wenn ich ja, mich ja einklink. Eva, auch du als PTA in der Apotheke, finde ich, kannst sehr von dieser Ausbildung profitieren, damit du deine Klienten, die zu dir in die Apotheke kommen, besser beraten kannst, damit du sie aufklären kannst, dass unser Körpersystem extrem komplex ist und dass das Hormonsystem ein sehr, sehr sensibles System ist, das auf viele Art und Weisen entgleisen kann. Und du musst nicht unbedingt diagnostizieren. Es ist auch Teil des Hormoncoaches, dass wir aufklären, dass wir informieren, dass wir Zusammenhänge beschreiben, dass wir Ansätze geben, dass wir auch meiner Meinung nach auch Netzwerke aufbauen, wo wir uns untereinander unterstützen, weiterempfehlen, je nach den Kompetenzen, die wir haben. Und das ist total wichtig. Ich weiß, dass viele Klienten, die in die Apotheken kommen, ich habe viele Freunde, die in der Apotheke arbeiten, dass die Klienten ihr Herz ausschütten, sehr, sehr viel von sich erzählen. Und hier kannst du sofort ansetzen und wertvolle Tipps geben. Magst du mit Inas Frage auch gleich noch beantworten? Ja. Die Frage von der Ina, soll ich was kurz dazu sagen? Ja, wenn du magst. Ja, die Ina, du hast hier gefragt, wie wird auch darauf eingegangen, wie ich Patienten von hochdosierten Hormonen langsam wegbekomme. Und ich kann sagen, ja, es kann sich als schwierig gestalten. Ja, wir werden darauf eingehen. Und ich möchte ganz kurz auch darauf eingehen, warum das oft so schwierig ist. Es ist nämlich dann schwierig, wenn wir nicht darauf achten, die Rezeptoren zu regulieren. Ja, denn im Endeffekt durch Hormonsubstitutionen werden Rezeptoren blockiert. Die Hormone setzen sich oft auf Rezeptoren drauf und die Rezeptoren werden belegt. Die Rezeptoren sind im Endeffekt nicht mehr fähig zu kommunizieren mit anderen Reizen und die Reizüberflutung von den Hormonen findet statt, wenn dieses eine Hormon weggenommen wird und die Rezeptoren im Endeffekt brach liegen. Ein Beispiel dazu, oder nein, das nenne ich jetzt nicht, weil es dein Thema, Christian, mit Schilddrüse und L-Thyroxin und Belegung der Rezeptoren, weil heute wird ja immer noch am TSH-Wert kontrolliert, ob die Schilddrüse in Ordnung ist. Gell? Ja, nicht. Aber da wirst du sicher gleich was sagen. Oh ja, da bin ich jetzt gespannt. Also da sollten wir gleich hinkommen, weil das ist nämlich, ich habe gedacht, das ist alles prima damit. Dann machen wir doch nochmal, möchtet ihr hierzu noch etwas erzählen zu den weiteren Seminarinhalten oder wollen wir weitergehen? Weil wir haben jetzt also bloß ganz kurz nochmal, weil wir das nicht vorstellen werden hernach. Wir haben uns natürlich überlegt, wo ist ganz, ganz viel Unsicherheit und Konfusion bezogen auf die Verwendung von natürlichen Hormonen und auch Erkrankungen des Hormonsystems. Aber wir haben auch entdeckt, dass es wenig Wissen und wenig Information gibt über Hormone in der Kindheit, über Hormone im Alter. Also hier auch nochmal wichtig zu beleuchten und zu schauen, was kann ich tun, damit sich ein Kind, auch ein Baby manchmal, gesund entwickeln kann. Wir müssen reflektieren, die Eltern auch mit einbeziehen, weil bestimmte Hormonkonstellationen und Hormondispositionen über die Eltern durch die Geburt weitergegeben werden. Das heißt, hat die Mutter einen Progesteronmangel? Hat der Vater hormonelle Probleme auch mit der Bauchspeicheldrüse und so weiter? Muss das mit einbezogen werden in die Anamnese? Das heißt, wir werden auch Themenbereiche abdecken, die total ausgeschlossen sind, ja, also wo gar nicht viel referiert wird. Und das ist aber ein ganz, ganz wichtiges Thema, wenn wir ADHS anschauen, wenn wir aggressives Verhalten bei Kindern anschauen, wenn wir Entwicklungsstörungen anschauen, wo bestimmte Bewegungsabläufe nicht entwickelt werden, wo Sprache sich spät entwickelt und so weiter. Also auch das kommt dazu.
Das ist natürlich mal ganz spannend, gerade das Thema ADHS. Wie oft verändert sich, man denkt, ein Kind hat ADHS, dann kommt es in die Pubertät, schwupp, ist alles weg. Oder umgekehrt. Also ich meine, das ist ja auch ein wahnsinniger Punkt. Und da kann man sich das ja mal noch erklären. Also war mir gar nicht so bewusst. Also da freue ich mich schon sehr drauf, gerade über die Hormone im Alter. Sarah, ich mache Sie mal kurz stumm. Außer Sie wollten was sagen, dann können Sie sich natürlich nochmal wieder freischalten. Super. Machen wir weiter? Also wo wir vielleicht die naturheilkundlichen Therapien ein bisschen transparenter machen oder vorstellen, können wir vielleicht direkt auf unsere Themen gehen kurz. Also Nebenniere und Schilddrüse, wenn du einverstanden bist. Mhm. Also weil ich auch zum Beispiel über das Familiensystem was sagen kann dazu. Ja. Und dann ist es konkreter, dann ist es gleich im Bezug, hat es gleich einen Bezug auf ein Thema. Du leitet mich einfach an, wo ich hinklicken soll. Ich bin einfach weiterklicken. Kursziel, wollen wir das noch machen? Nö, das haben wir ja eigentlich schon besprochen. Das haben wir schon besprochen. Sie sind nach, wie wir jetzt aber sehen, 8 Abende ist eigentlich schon fast ein bisschen knapp. Für einen Berater, das sehen wir jetzt hier schon eben in den Vorabend. Aber Sie kriegen natürlich nach Kursabschluss ein Zertifikat als Hormonberater-Coach und erhalten das von uns. Genau. Also es geht jedenfalls darum, wirklich, dass Sie kompetent Ihre Patienten beraten und behandeln können. Kurt hat eine Frage und hebt die Hand. Kurt, stellen Sie doch gern mal Ihre Frage. Ich bin jetzt zu hören. Hallo. Ja, jetzt hören wir Sie. Ich hätte eine Frage. Zum einen, das ist ein wahnsinnig interessantes und komplexes Thema. Ob das wirklich mit 8 Abenden dann abzufassen ist, da zweifle ich ein bisschen. Denn ich das ist nicht in 8 Abende abzufassen, kann ich. Aber wir fangen mal an. Ich habe eine Phytotherapie-Ausbildung bei euch gemacht, die Regelkreise, den Horby, die Familien aufstellen und so weiter. Und die Zeit war halt immer knapp, aber sehr interessant. Für mich als langjähriger Stress- und Burnout-Coach das Thema Stresshormone und Auswirkungen und wie man das einbettet, ist sicher auch mit dabei, oder? Ja, klar. Also das ist auf jeden Fall ein großes Thema. Schau, Kurt, hier ist ja zum Beispiel schon die Nebenniere mit auf dem Bild mit drauf. Und das wird ein großes Thema sein, diese von der Nebenniere ausgeschütteten Mineralokortikoide, aber nicht nur diese Adrenalin, Noradrenalin, GABA, Serotonin, DHEA als Vorstufe zur Bildung von vielen Hormonen und auch das Cortisol im Endeffekt, was viel mit dem Hormonhaushalt oder beziehungsweise mit dem Stress im Organismus zu tun hat als Stresshormon. Wenn ich da mal kurz auch was dazu sagen darf, wenn ich jetzt zum Beispiel, weil du ja ein Stress- oder Coach bist oder da viel arbeitest in dem Bereich, Kurt, möchte ich noch sagen, wenn jetzt zum Beispiel ein Blutbefund da ist und beim Blutbefund habe ich extrem niedrige Lymphozyten und extrem hohe neutrophile Granulozyten, dann nennt man das katabole Fenster, wo der Patient in eine Erschöpfung reinrennt. Und diese beiden Werte im Blutbefund zeigen sofort, dass wir auch auf die Mineralokortikoide Einfluss nehmen können. Und dadurch werden die ein großes Thema sein. Und diese ganzen Hormone von der Nebenniere interagieren ja zum Beispiel auch mit den Gewebehormonen. Die Gewebehormone interagieren wieder mit den Sexualhormonen. Und so schließt sich ja schon wieder ein Kreislauf da oder ergibt sich ein Kreislauf, auf den ich natürlich auch noch mit dem Thema der Nebenniere hier eingehen werde, ganz kurz. Aber jetzt hoffe ich natürlich erstmal, dass ich deine Frage beantwortet habe, Kurt, dass das so in Ordnung war für dich. Na, ist wunderbar und ich bin ja noch Kinesiologe und ich teste auch immer wieder bei jedem Thema, soweit ich darf, weil ich kein Therapeut bin, sondern wie gesagt erfahrener Coach, aber mit einem Arzt zusammenarbeite, teste ich trotzdem immer wieder auch kinesiologisch die Hormone, ob die mit dem Befund, was die Leute mitbringen oder mit ihrem Problem was zu tun haben und das kriegt man selbst auf die Weise Hinweise. Natürlich sind Speichertests und Bluttests, was kommen, noch viel interessanter. Okay, ne, danke für die Antwort. Ja. Das ist alles beantwortet.
Danke, gut, danke. Ja, also 8 Abende sind zu kurz, das stellen wir fest, aber es spricht ja auch nichts gegen weitere Abende. Also ich denke, wir sind da frei, einfach auch zu sehen, dass wir das vielleicht noch alles ein bisschen als Aufbau. Ja, und wir machen natürlich auch ein sehr, sehr wertvolles und umfassendes Skript, wo man einfach auch immer wieder nachlesen kann. Auch die Frage von der Katrin, dass wir natürlich bestimmte Dynamiken, bestimmte Befunde, die einfach sind, erklären, wo man einfach auch immer wieder nachlesen kann, ja, und sich orientieren kann. Also das liegt uns auch natürlich am Herzen. Ja. Also ihr fangt ja nicht gleich mit den schwierigsten Themen an, sondern es wird aufgebaut. Also wir gehen ja davon aus, dass das Wissen erstmal zur Verfügung gestellt werden muss. Wie wir ja im Eingang schon gesagt haben, es herrscht so wenig Wissen über die Hormone, über das Hormonsystem, dass wir dahin natürlich erstmal ansetzen und dann kommt der Andi bestimmt ab und zu mal wieder in Fahrt und erzählt was über ein katabolisches Fenster oder ähnliches. Aber die Basis muss natürlich da sein. Daher keine Angst. Und genau, die Angelika hatte noch eine Frage beim Auswerten von Laborbefunden. Genau, das haben wir ja schon besprochen, dass wir das auf jeden Fall ausgiebig erlernen und natürlich daraus auch Therapiekonzepte erfolgen werden. Prima. Na dann. Nee, wir werden auch natürlich Labors empfehlen, mit denen wir gute Erfahrungen gemacht haben und mit denen wir sehr, sehr gut zusammenarbeiten können, ja, die sehr, sehr professionell arbeiten. Ihr macht natürlich auch, gebt ja auch Hinweise auf verschiedene Mittel, auf verschiedene Fertigpräparate, die man natürlich nutzen kann. Also das ist in den Therapiekonzepten eben auch mit enthalten, dass man da nicht selbst auf die Suche gehen muss, sondern es wird auf jeden Fall einem schon etwas an die Hand gegeben. Genau. Machen wir mal weiter. Machen wir mal weiter. Ich glaube, da bin dann ich wieder mit meiner Nebenniere. Ich glaube, du bist dran. Ja. Hier ist noch Thema, genau. Genau. Vielleicht kannst gleich eine Folie weitergehen, Julia. Gerne. Die Nebennieren, ich habe ja gerade schon ein bisschen was drüber gesagt und habe hier einfach auch die Nebenniere nochmal mit hier in eine Folie integriert, um einfach auch nochmal ein Beispiel zu nennen, was so in so einem Kurs drankommen kann. Ein bisschen was habe ich schon drüber erzählt. Die Nebennierenrinde in der einer Schicht, der mittleren Schicht zum Beispiel, der Zona fasciculata, die man als mittlere Schicht bezeichnet, hat die Nebenniere natürlich eins ganz deutlich zum Vorschein gebracht, die Verbindung zum Histaminstoffwechsel, zum Entzündungspotenzial im Körper und auch zum Allergiebereich, wie ich schon gesagt habe. Also im Endeffekt die Nebennierenrinde mit der Produktion von Cortison. Das Cortison, das was ja in der zweiten Nachthälfte vor allen Dingen ausgeschüttet wird, was auch der Körper braucht, um dann fit in den Tag rein zu starten, ne? Um auch das Gefühl zu haben, ich habe einen erholten Schlaf. Ne? Das ist ja oft sehr stark abhängig vom Cortisolspiegel. Und im Endeffekt muss ja das Cortison in das Aktive, die aktive Form in das Cortisol umgewandelt werden. Und da hat vorher ganz kurz auch Christian schon erwähnt, dass ich da auch zum Beispiel das Magnesium mit anspreche. Denn das überhaupt dieses Cortison in Cortisol umgewandelt werden kann, braucht zum Beispiel der Patient Magnesium. Magnesium ist eine sehr, sehr gute Nervennahrung. Und bei nervlich angespannten, dauergestressten Patienten leidet sehr schnell der Magnesiumspiegel, weil es der Körper aufbraucht. Dieser niedrige Magnesiumspiegel wird dann wieder zur Folge haben, dass das Cortison nicht richtig produziert werden kann. Was passiert neben dem, dass der Organismus im Schlaf sich nicht richtig erholt, weiterhin, wenn der Cortisolspiegel zu niedrig ist? Es kann zum Beispiel dazu kommen, es gibt eine Zelle im Körper, die sogenannte Mastzelle. Die heißt einfach so und diese Mastzelle schüttet Histamin aus. Ja? Und die Zellmembran, damit die stabil gehalten wird, dass eine
eine reizadäquate Reaktion stattfinden kann, also dass keine Überreaktion des immunologischen Systems stattfinden kann in Richtung Allergie, muss diese Zellmembran auch stabil sein und Cortison oder Cortisol im Endeffekt dann stabilisiert die Zellmembranen der Mastzellen. Zu wenig Cortisol durch eine geschwächte Nebenniere oder durch zu wenig Magnesium, schlechte Abdichtung der Mastzelle, ein zu schneller Ausstoß von Histamin und in deren Folge, weil Histamin ein Gewebehormon ist, Reizungen der Gewebe. Das heißt, es kann zu Allergiesymptomen kommen. Man darf dabei nicht vergessen, dass alle Gewebehormone untereinander in Verbindung stehen. Und zu den Gewebehormonen gehört zum Beispiel auch Prostaglandin. Prostaglandin, was mit Schmerzzuständen was zu tun hat. Also ich kann durch eine Nebennierenschwäche, durch eine schlechte Abdichtung der Mastzelle, durch einen übertriebenen Ausstoß von Histamin Schmerzen stärker empfinden. Also es kann allein ein Schmerzzustand eben dementsprechend mit einem Stresszustand, eine Schwäche der Nebenniere zu tun haben. Aber ein weiteres Gewebehormon wäre ja auch noch das Gastrin, was im Magen gebildet wird, was den Magen anregt zur Säurebildung und auch ihn schützt vor den anschoppenden Gallensäuren. Also wir brauchen uns nicht wundern, wenn wir Stress haben, Nebennierenschwäche, schlechte Abdichtung der Mastzelle, übertriebener Histaminausstoß und Auswirkungen aufs Gastrin, dass der Patient, der unter Stress ist, mit dem Magen Schwierigkeiten bekommt. Ja? Also ich will damit nur sagen, wir kennen diese Symptome. Bloß ich will damit sagen oder ein praktisches Beispiel liefern zu dem, was ich vorher gesagt habe, wie einfach das ist. Wie logisch das ist, dass ein Patient, der unter Stress ist, Magenbeschwerden bekommen kann. Und das Wissen ist das eine. Und warum brauchen wir das? Weil wir dann therapeutisch richtig ansetzen können. Weil wir dann dem Patienten wirklich richtig helfen können. Und das ist auch ein großer Punkt oder ein Beispiel, wo wir dann für die Stütze der Nebenniere dann eben sagen können, um diesen Kreislauf zu durchbrechen, müssen wir die Nebenniere wieder regenerieren. Es gibt das Komplexmittel von der Firma Steyerl, das Phytoquartal, was eben unter anderem auch einen Anteil von Jamswurzel drin hat, was die Nebenniere stärkt. Jamswurzel ist aber im Endeffekt progesteronlastig. Wenn ich jetzt kein progesteronlastiges Mittel einsetzen möchte zur Stärkung der Nebenniere bei den gerade geschilderten Problemen, dann nehme ich die Schlafbeere, dann nehme ich das Ashwagandha her, wo keine progesteronlastiger therapeutischer Ansatz dabei ist. Und wir müssen einfach in der Therapie beachten, dass keine Nebennierenbehandlung ohne Hypophysenbehandlung stattfinden sollte. Denn Nebenniere und Hypophyse ist die sogenannte Hormonachse. Wenn wir für die Hypophyse was geben, können wir das Johanniskraut geben. Ja, ein irrsinnig gutes Hypophysenstimulans. Gell? Jetzt wird uns auf einmal klar, warum wir alle besser drauf sind, wenn die Sonne scheint, gell? Weil die Sonne ist auch ein Hypophysenstimulans, gell? Jetzt wird uns auf einmal klar, warum durch Johanniskraut der Mensch empfindlicher wird auf die Sonne, weil Johanniskraut ein Hypophysenstimulans ist, die Sonne ein Hypophysenstimulans ist und das potenziert sich dann letztendlich nach oben. Wir dürfen aber einem Patienten und einer Patientin, die die Antibabypille nimmt, kein Johanniskraut aufschreiben, gell? Sonst sind wir ruckzuck dabei bei die Alimente. Gell? Weil dann kann eventuell die Antibabypille eben nicht mehr wirken und dann brauchen wir Alternativen. Da gibt es eine fantastische Aminosäure, das L-Arginin, was abends gegeben wird und nachgewiesenerweise bei Leistungssportlern über Nacht findet ja die STH-Ausschüttung, das Wachstumshormon, was ausgeschüttet wird, steigert L-Arginin ab 5 Gramm der oralen Substitution abends gegeben, die STH-Ausschüttung um bis zu das 300-fache. Also dadurch sehen wir im Endeffekt, wie stark L-Arginin die Hypophyse anspricht. Und so haben wir auf einmal eine Alternative zur Hypophysenstimulanz des Johanniskrauts, wenn wir die Hormonachse behandeln. Ja, ein kleiner Auszug zu dem Kurs und
im Endeffekt ein Auszug zu dem Kurs, wie ich eben die ganzen Themen wahrscheinlich bearbeiten werde. Punkt. Ja, jetzt haben wir mal kurz einen kleinen Christian, fahr uns mal ein bisschen runter wieder. Das war jetzt wirklich hochspannend. Naja, vielen Dank, Andi. Also ich hab hier wieder wirklich viel mitgeschrieben. Ja, sehr gern. Nein, aber vielleicht könnt ihr auch jetzt so auch über die Kamera spüren und wahrnehmen, dass wir einfach ein sehr, sehr gutes Team sind, weil Andreas einfach Themenbereiche abdeckt. Dass ich Themenbereiche abdecke, das wird sehr, sehr vielfältig sein, sehr, sehr ganzheitlich umfassend sein. Und ihr seht es an der Schilddrüse. Ich nenne sie einfach die Hormondrüse des Wachstums und des Reifens, aber nicht nur körperlich gesehen, sondern auch spirituell gesehen. Es geht um die innere geistige Entwicklung bei der Schilddrüse. Und sie steht energetisch gesehen für das fünfte Chakra, das ihr alle kennt. Das sitzt hier, wir nennen das auch Kehlkopfchakra. Alles, was zum Kehlkopf, zu diesem Chakra dazugehört, hat natürlich was mit Sprechen zu tun und mit dem Ausdruck. Das heißt, auch die Lunge gehört natürlich hier dazu, die ganzen Organsysteme hier im Kehlkopfbereich, auch das Zwerchfell natürlich, alles, was mit Sprechen zu tun hat. Und deswegen steht die Schilddrüse auch für Kommunikation und Selbstausdruck. Wenn sie belastet ist, dann frage ich natürlich auf dieser energetischen Ebene, was darf in deinem Leben nicht ausgesprochen werden? Fällt es dir leicht, deine Bedürfnisse auszudrücken? Oder ist es eher so, dass du dich in deinem Leben immer hinten anstellst, immer schaust, dass es den anderen gut geht und dich selbst vernachlässigst? Wie geht es dir damit, nach außen zu treten? Auch dich mal durchzusetzen, deine Meinung zu sagen, für dich einzustehen? All das hat was zu tun mit diesem fünften Chakra, zu dem die Schilddrüse zugeordnet ist. Von den Organregelkreisen gehört die Schilddrüse zum Magenmeridian. Der Magenmeridian läuft über die Schilddrüse drüber, natürlich nicht über die Schilddrüse, ist der längste Meridian auf der Vorderseite vom Körper, versorgt auch das Kiefergelenk, das wieder zur Sprache gehört. Aber es gibt einen interessanten Bezug. Wenn Frauen ein Baby zur Welt bringen und einen Kaiserschnitt machen müssen, dann wird der Meridianverlauf des Magenmeridians gestört. Die Kaiserschnittnarbe ist leider eine sehr, sehr große Narbe. Sie kann manchmal auch nicht so gut verheilen und Probleme machen. Und wenn ich oft Patientinnen vor mir sitzen habe, die eine Schilddrüsenoperation haben, ich sehe das natürlich an der Narbe, dann frage ich sie, haben Sie ein Kind entbunden mit Kaiserschnitt? Und dann schauen die mich oft ganz entgeistert an und sagen, ja, woher wissen Sie das? Weil es hier Bezüge gibt. Es ist wirklich wissenschaftlich bewiesen, dass Kaiserschnittnarben eine Schilddrüsenschwäche verursachen können, weil der Energiefluss, der ja von oben nach unten geht, nicht abfließen kann Richtung Füße, Richtung Beine. Oberhalb stecken bleibt in Anführungszeichen und alles Mögliche in Form von Entgleisungen in Richtung Unter- oder Überfunktion, auch in Richtung Hashimoto, weil das vorher an Fragen da war, auslösen kann. Und das finde ich auch einen interessanten Bezug. Ganz, ganz wichtig, das natürlich auch in die Anamnese mit einzubeziehen. Und auch auf solche Thematiken gehen wir natürlich ein. Also natürlich ist nicht nur der Magenmeridian betroffen beim Kaiserschnitt, sondern auch Leber-, Nierenmeridian, Milz, Pankreas. Aber hier bei der Schilddrüse geht es um den Magenmeridian. Wenn du mal kurz weiterklickst, Julia, weil die Symptome sind natürlich klar. Der Andreas hat es vorhin angedeutet, ich kann es nur unterschreiben. Es ist in Italien übrigens genauso wie in Deutschland. Wenn ein klassischer Bluttest gemacht wird, wird TSH gemacht, fertig, sonst nichts. Das ist natürlich nur ein kleiner Ausschnitt. Wir brauchen unbedingt das freie T3 und das freie T4 im Bluttest. Wir müssen doch wissen, wie viel Schilddrüsenhormone zirkulieren im Blut.
und können Stoffwechselfunktionen aktivieren. Deswegen ganz, ganz wichtig, diese beiden Hormone mit einzubeziehen. Das wirklich aktive Schilddrüsenhormon ist das T3. Ganz, ganz wichtig für den Aufbau der Schilddrüsenhormone ist wieder eine Aminosäure, das L-Tyroxin. Andreas hat es vorhin erwähnt. Um das L-Tyroxin umzubauen in Schilddrüsenhormon, brauche ich wieder bestimmte Kofaktoren. Also ich brauche B-Vitamine, ich brauche das Zink, ich brauche das Selen, ich brauche das Magnesium. Ansonsten kann mein Körper diese ganz, ganz wichtigen Hormone nicht produzieren und nicht herstellen. Wir haben natürlich auch hier eine Achse, das ist die Hypothalamus-Hypophyse-Schilddrüsenachse, die wir natürlich auch nochmal beleuchten werden. Ihr habt vorhin gefragt, naturheilkundliche Präparate für die Unterfunktion, das Solunat Nummer 22, wo das Islandmoos mit dabei ist. Der Blasentang, die beide Jod- und Selenhaltig sind. Ganz, ganz wichtig. Auch Scrofularia. Die Stieleiche ist mit enthalten im Solunat Nummer 22. Und natürlich ist eine wichtige Heilpflanze der Wolfstrapp. Das Graphitis, wenn du homöopathisch arbeitest, in der D6, wirkt bei Schilddrüsenunterfunktionen sehr, sehr gut. Und ist hier einzusetzen. Und auch von Steyerl haben wir das Vegetal Hypo, also für die Hypothyreose. Und auch noch ein kleiner Tipp bei der Hashimoto-Thyreoiditis. Ganz, ganz wichtig, auch nochmal die Ernährung abzufragen und die Intoleranzen anzuschauen. Es besteht ein Bezug. Ich habe das wirklich ganz, ganz oft in meiner Praxis gesehen, auch kleine Studien darüber gemacht, auf Hashimoto-Thyreoiditis und Glutenunverträglichkeit. Warum? Weil der Klebereiweiß von seiner Zellstruktur ähnlich aufgebaut ist wie die Schilddrüsenzelle. Und hier kommt es oftmals zu Autoimmunreaktionen. Das heißt, das Erste, was ich meinen Patienten, Patientinnen sage mit Hashimoto, lass das Gluten weg. Und zwar ganz, ganz streng. Die Schilddrüse liebt Zink und Selen. Das heißt, ich lasse das Selen, zum Beispiel das Selen Loges, 200 Mikrogramm dürfen wir verordnen, 300 nicht mehr, lutschen, damit es im Mund aufgenommen wird. Das hat mir mal eine Apothekerin vor vielen, vielen Jahren als Tipp mitgegeben, die Tablette im Mund auflösen zu lassen, sodass die Nähe zur Schilddrüse, das sind 10 cm, sofort gegeben ist und es besser aufnehmbar ist. Wir dürfen auch nicht vergessen, dass die Schilddrüse die Affinität hat, Schwermetalle anzuziehen. Wenn wir jetzt Patienten haben mit Amalgamfüllungen im Mund, dann sind es auch wieder diese 10 cm. Und ich muss natürlich, was ihr vorhin auch schon erwähnt habt im Chat, hier auch Ausleitungen und Entgiftungen anpeilen, um hier auch die Hormondrüsen natürlich zu entlasten. Der Wolfstrapp ist übrigens eine wunderbare Heilpflanze auch fürs Herz. Und ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber die Schilddrüse hat sich aus dem Kiemenbogen von den Wasserlebewesen entwickelt. Also als wir noch im Wasser gelebt haben, also hat diese Verbindung zum Urmeer und zum Wasserelement und deswegen der Wolfstrapp liebt es feucht vom Boden her. Und viele Heilpflanzen für die Schilddrüse sind Meerespflanzen oder Wasserpflanzen, hauptsächlich Algen. Und auch hier gibt es natürlich sehr, sehr schöne Bezüge, die Signaturen auch nochmal natürlich bestärken und besser beschreiben. Also wir haben natürlich auch, was ich jetzt nicht vorgeschlagen habe, wir haben natürlich auch bestimmte Organpräparate, auf die wir eingehen werden, von Wala. Die Wala hat sich spezialisiert, die Hormondrüsen, angefangen von der Epiphyse bis runter zu den Ovarien, als Organpräparate, die das Heile in unserem System anzeigen, natürlich herzustellen und auch hier die sich sehr, sehr schön auch in unsere ganzheitliche, sanfte Therapieform mit einbeziehen lassen.
Also Bettina hat natürlich auch recht, natürlich die Schilddrüsenantikörper sind wichtig zu untersuchen. Hier auch nochmal das Immunsystem zu modulieren, dass es nicht überschießend reagiert, sondern wieder erkennt, was ist meins und was soll ich besser bekämpfen. Na, Eva, also systemisch ich gesehen. Ich gerne noch eine Frage. Nein, entschuldige Christian, dass ich kurz... Nein, entschuldigt bitte, aber ihr merkt schon, ich bin da ähnlich wie der Andreas, wenn ich dann drin bin, dann bin ich auch drin. Ja, ja. Weil das Thema einfach faszinierend ist und ja, klar. Die Eva hatte nämlich noch eine Frage, weil ihr Babysitter muss weg und die dachte ich, beantworten wir ihr nochmal ganz schnell. Jetzt warten wir noch auf die Frage. Ach so. Nee, nur eine Bemerkung. Weil mein Impf-Webinar-Zyklus geht los am 24. Mit 4 Abenden. Ja. Und das genau, hat sie das geht jetzt auch bald los. Katharina, genau. Wir haben vorhin schon kurz darüber gesprochen, ob man Heilpraktiker sein muss. Nein, es ist natürlich hauptsächlich für medizinisches Personal erstmal gedacht, die auch damit arbeiten wollen und therapieren wollen. Aber natürlich ist uns auch daran gelegen, dass man wirklich Aufklärung betreibt, dass man selbst Ahnung davon hat, was bei sich selbst los ist und in seinem Freundes- und Bekanntenkreis natürlich auch und da eben auch weiterhelfen kann. Also Sie können auch sehr gerne, ohne Heilpraktikerin zu sein, hieran teilnehmen. Eine Prüfung wird es nicht geben. Das auf keinen Fall. Das denke ich, ist so interessant, dass man natürlich auch dabei bleibt und das auch nur anwenden kann, wenn man sich das auch alles angehört hat. So, jetzt, ich hoffe, das hat die Frage beantwortet. Hier kommen noch einige rein. Impfseminar, genau, das ist Impfen pro und contra ab dem 24.01. Genau, 3 Abende sind es, ne, Christian? 4. Ja, oh, 4 Abende sind es schon. 4 Abende. Ist ja auch ein großes Thema. Und die Ausleitungsansätze sind auch für Kinder möglich, oder? Ja. Ja, vielleicht. Ganz klar. Ja, also wenn ich da kurz was sagen darf, die Ausleitung ist ja im Endeffekt auch eine Umstimmung für den Organismus. Und das ist ja durchaus auch bei Kindern möglich und notwendig. Ja? Man darf nicht vergessen, dass Kinder sehr viel assoziieren über den Bauch. Bereich. Und der Bauchbereich oder das Vegetativum spielt da eine sehr, sehr große Rolle. Und wenn wir Ausleitungen in deren Folge Umstimmungsreaktion hervorrufen wollen, dann arbeiten wir natürlich auch bei den Kindern. Auch da haben wir dann über die Umstimmung eine Einwirkung auf das hormonelle System, aber oft über das Vegetativum, über den Vagus, über den Bauchbereich. Da gibt es auch therapeutische Anwendungen in der alten Naturheilkunde von Bernhard Aschner, mag man jetzt wahrscheinlich ein bisschen am Kopf schütteln, der die Kinder behandelt hat, auch zur Regulation des Hormonsystems mit Brechkuren. Ja, also der hat im Endeffekt die Kinder zum Erbrechen gebracht, um einen starken Vagusreiz zu setzen und damit die verschiedensten starken Entgleisungen wieder in den Griff zu bekommen. Das braucht man nicht machen, wir stellen genügend andere Möglichkeiten vor, aber um die Frage nochmal direkt zu beantworten, natürlich ist auch die Ausleitung bei Kindern über die Umstimmung des Vegetativums möglich. Sehr gut. Also ich sehe schon, wir decken hier wirklich alles ab. Ja, jetzt kommen wir einfach nochmal zu den harten Fakten dieses Seminars. Das heißt, Sie sehen hier, Sie haben hier diese 8 Termine am 14. Genau, am Valentinstag geht's los. Was kann da passender sein als das Thema Hormone? Genau. Und am 17.04. sind wir fertig. Das haben wir tatsächlich so gelegt, dass wir, wie ich vorhin schon sagte, ursprünglich war der Hormoncoach Ernährung unser erster Teil, den wir machen wollten. Aber wir haben gedacht, na, eigentlich wäre doch das tatsächlich noch besser, die Naturheilkunde vorwegzuschießen. Und der startet dann nämlich am 23.04. der Hormoncoach Ernährung. Es ist aber ein völlig eigenständiges Seminar, eine eigenständige Ausbildung. Das heißt, das hat jetzt mit dem Seminar
direkt nicht zu tun, außer dass es natürlich ein wahnsinnig toller Zusatz ist, eben auch noch die Diätetik verstärkt mit einzubeziehen. Aber jetzt sind wir ja erstmal bei diesem Thema, das heißt 8 Mittwochabende, Christian und Andreas im Wechsel, 18:30 bis, naja, schauen wir mal, ob es 20:30 wird, wie ich das heute so sehe. Wir wollten ungefähr 45 bis 60 Minuten hier heute machen, ein bisschen mehr geworden. Ja, also so ist jedenfalls unsere grobe, ja, das, was wir wollen. Die Kosten sind 410 Euro. Wenn Sie Schüler oder Schülerin sind hier im ZFN, sind es 395 Euro. Sie sind Schüler oder Schülerin, wenn Sie vor kurzem, also wirklich jetzt vor kurzer Zeit, eine größere Ausbildung hier gebucht haben oder sich darin befinden oder eben im letzten Jahr, innerhalb des letzten Jahreszeitraums schon einige Veranstaltungen bei uns gebucht haben und eben einen gewissen Umsatz hier gemacht haben. Das sind meistens um die 1.000 Euro. Innerhalb eines Jahres kommt man ja recht flott zusammen, wenn man anfängt, hier Webinare und Seminare zu buchen. Da hängt man ja meistens dann auch drin. Falls Sie sich nicht sicher sind, melden Sie sich einfach so an. Wir sehen das immer bei der Einbuchung und machen das dann ganz korrekt oder Sie rufen uns einfach an. Sie können sich über unsere Homepage anmelden. Den Link schicke ich hier gleich nochmal in den Chat. Ansonsten erhalten Sie ihn auch morgen von mir per E-Mail, wenn ich Ihnen die Aufzeichnung rumschicke. Nicht die Aufzeichnung, sondern die Präsentationsfolie. Wir schicken Ihnen im Abschluss des Seminars ein Zertifikat per Post zu. Sie bekommen natürlich auch noch eine Teilnahmebestätigung per E-Mail. Und wir zeichnen natürlich jeden einzelnen Abend auf. Das heißt, auch wenn Sie nicht live dabei sein können, haben Sie die Möglichkeit, am Folgetag des Live-Webinars sich die Aufzeichnung anzuschauen. Und die Aufzeichnungen stehen Ihnen dann auch bis zum 30.12.2025 zur Verfügung. Also so richtig lang. Und Sie kriegen ein umfangreiches Skript, Präsentationsfolien. Die befinden sich dann alle zum Download bei uns im Portalbereich. Und ich glaube, da sind Sie gut ausgestattet, was die Hormone angeht. Und wir freuen uns natürlich sehr auf den Kurs. Ich mich auch ganz besonders. Also ich bin schon ganz, ganz gespannt. Aber wie ich eben schon mitteilte, es ist der Beginn einer Hormonreihe bei uns. Wie gesagt, wir haben jetzt den Hormoncoach Ernährung, der Hormoncoach Psychologie folgt dann noch. Natürlich spielen da sehr stark die Kurse von Christian und Andreas sowieso mit hinein. Die Phytotherapieausbildung, die bei uns im April wieder startet. Und natürlich alle anderen Kurse von beiden. Also das Wissen fließt hinein. Und hier im ZFN versuchen wir ja, wirklich Ihnen die Möglichkeit zu geben, sich so vielfältig wie möglich nach Ihren Interessen fort- und weiterzubilden. Und wenn Sie dazu Fragen haben, eine Beratung brauchen, melden Sie sich sehr gerne, rufen Sie mich sehr gerne an und wir können ein tolles Paket zusammenstellen. Aber ich glaube, mit diesem Kurs sind Sie schon mal ordentlich gewappnet auf all das, was die Hormone betrifft. Ja, danke, Julia. Gerne. Jetzt gucken wir uns auch noch mal die Fragen kurz ein bisschen an, oder? Wir haben hier nämlich noch ein paar. Ja, vielleicht, wenn ich ganz kurz darf, Christian, auf die Frage von der Andrea antworten, der Bewegungsapparat. Ist das für dich in Ordnung? Ja, klar. Ich habe natürlich auch eine Idee dazu, aber ich höre dir auch gerne zu. Ja, du, ich möchte einfach nur dazu sagen, dass unglaublich häufig der Fall ist, dass wenn Frauen mit der Spirale und gerade die Kupferspirale in die Praxis kommen, dann haben die regelmäßig zum Beispiel auch Sehnenscheidenentzündungen, Karpaltunnelsyndrome oder auch Schulterarmsyndrome. Es ist unwahrscheinlich, wie oft diese Symptome mit dem Hormonsystem zusammenhängen. Und es ist unwahrscheinlich, wie die Entfernung der Spirale auf einmal die einzige Möglichkeit ist, um ein Karpaltunnelsyndrom oder eine Epikondylitis, Tendovaginitis, also Sehnenscheidenentzündungen zu regulieren. Das wollte ich einfach zu dieser Frage. Ganz kurz, Andi, da habe ich noch eine Frage, weil eine Freundin von mir betrifft das nämlich auch und die hat, seitdem sie sich das eingesetzt hat lassen, einen Fersensporn. Kann das damit zusammenhängen? Mhm. Ja, weil der ist, darf ich noch was dazu sagen? Gern. Also ohne, dass wir uns... nee, weil das ist genau das, was du sagst, weil
und das ist auch der Fersensporn, Julia, ist der Niere zugeordnet. Also da läuft der Nierenmeridian drüber. Und die Niere ist auch nochmal zuständig, das war die Frage vorhin, für den Bewegungsapparat. Die Niere versorgt energetisch die Knochen in unserem Körper. Die Leber versorgt energetisch die Bändersysteme und die Gelenke in unserem Körper. Und beide Systeme sind durch die Spirale belastet. Wir müssen uns ja auch vorstellen, diese künstlichen Hormone greifen extrem in den Hormonhaushalt ein, in den natürlichen. Die Frauen verlieren auch ihren ganz eigenen physiologischen Mondrhythmus. Und die Kupferspirale hat auch noch das Metallkupfer, das über die Schleimhäute aufgenommen wird und dann im Körper Schäden verursacht. Ja. Das sind die Regelkreisbezüge. Ja. Die sind ganz intensiv und dazu, wenn du jetzt einen Fersensporn ansprichst, weißt, darf man nicht vergessen, dass die Ferse eine der körperferngelegensten Areale im Körper ist. Und im Endeffekt da sich der ganze Müll absondern kann, der durch Stoffwechselbelastungen auch übers hormonelle System irgendwo hingeschoben werden muss. Ja? Also das ist noch ein zweiter Gesichtspunkt zum Fersensporn. Super, also vielen Dank. Ich merke schon, ich lerne so viel hier. Schauen wir nochmal, ob wir noch eine Frage haben. Also vielen Dank auch für... Was ist mit dem Seminar von Andreas? Hängt das zusammen? Genau. Ja, da können wir mal fragen, welches, ne? Ja, ich habe also bei uns oder euch im ZFN ja auch noch Hormone als Seminar. Das ist ja auch noch ein Bereich, wo ein extra Abend, glaube ich, stattfindet über die Hormone, oder? Wie viel haben wir da? Du meinst in der Phytotherapie, von der Phytotherapie-Ausbildung? Genau, nee, das sind die 4 Abende von der Phytotherapie, gell? Ja. Genau. Das sind die Zusatzmodule, die zur Phytotherapieausbildung gehören. Genau. Und das ist jetzt die Frage, ob das im Endeffekt wer hat es geschrieben? Bettina. Die Bettina meint, ob sie diesen Kurs meint. 6.2. ähnlich. Also gut, die Hormonmodule in der Phytotherapie sind ja ganz klar an die Heilpflanzen orientiert. Aber natürlich werde ich da auch Zusammenhänge des hormonellen Systems, genauso wie auch im Hormoncoach Naturheilkunde, auch phytotherapeutische Mittel erwähnt werden. Trotzdem ist das eine und das andere eigenständig. Genau. Ja gut, dann war es der Hormonkurs. Danke, Bettina. Also die Frage von der Helga, kann ich noch ein bisschen was dazu sagen? Der hormonelle Brustkrebs, Fragezeichen. Ich habe den Professor John Lee noch erleben dürfen. Das hat auch meine Sichtweise über die bioidentischen Hormone verändert. Er ist leider verstorben inzwischen und war eigentlich ein Schulmediziner, der vielen Frauen Östrogene verordnet hat, und zwar künstliche. Und dann gesehen hat über die vielen Jahre, dass sie wegsterben, dass sie Gebärmutterkrebs entwickeln, dass sie Brustkrebs entwickeln. Und dann hat er irgendwann gesagt, Moment mal, hier stimmt irgendwas nicht. Ich muss hier genauer forschen, und hat gesehen, Andreas hat es ja vorhin ausgeführt, dass das Östrogen und das Progesteron in einem bestimmten Gleichgewicht sein muss. Und hat dann angefangen, das natürliche Progesteron, in Anführungszeichen, das bioidentische Progesteron zu entwickeln, den Frauen zu substituieren, und hat gesehen, dass es antitumoral wirkt. Als Gegenspieler vom, also wie ein Gegenspieler vom Östrogen. Und so hat sich einfach das bioidentische Progesteron entwickelt, das er eigentlich als Schulmediziner, der dann natürlich umgesattelt ist auf die Naturheilkunde, entwickelt hat. Das war ein sehr, sehr bewegender Vortrag, den ich in München gesehen habe mit ihm zusammen. Und da gibt es natürlich ganz, ganz wichtige Bezüge zum Brustkrebs. Ich meine, der Brustkrebs ist nicht nur hormonell bedingt, aber das ist eine ganz, ganz wichtige Komponente, die eine Rolle spielt. Professor John Lee ist ein Amerikaner. Aber du hast es richtig geschrieben, Bettina, genau. So. Muss mal schauen, das Buch habe ich jetzt gerade nicht da liegen. Ich habe es vorhin gerade runtergeholt, aber es ist natürlich noch, es heißt natürliches Progesteron. Okay.
Prima. Ich möchte mich ganz herzlich bei euch beiden bedanken für diesen unglaublich spannenden Infoabend. Ich möchte mich bei Ihnen bedanken für Ihre tollen Fragen, für Ihre rege Teilnahme. Und wie ich gesehen habe, wir sind alle gespannt auf das, was uns am Valentinstag erwartet. Und viele von Ihnen sind schon dabei in dem Kurs. Wir freuen uns natürlich, wenn auch Sie dabei sind, die hier noch sich noch nicht angemeldet haben. Also ich bin auf jeden Fall dabei. Spannender kann es ja kaum sein. Also, ich wünsche Ihnen eine tolle Zeit. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Und bis bald. Vielen Dank. Danke, Julia. Danke für deine Zeit. Schön, dass wir uns gesehen haben und schön, dass wir das hier so miteinander machen konnten. Danke, Christian. Ja. Danke, Julia. Danke, Andreas. Und danke euch allen fürs mit dabei sein, für die Fragen und für euer Interesse.